Willkommen zurück zu New Super Mario Bros. DS. In Welt 7-4, beziehungsweise in Welt 7 Level 4 sind wir im letzten Part stehen geblieben. Wir haben 17 Leben. Das ist auch ziemlich viel. Ich glaube, so viel hatte ich in den letzten Parts noch nie gehabt. Was da lag, dass es ein Level gibt, bei dem es ordentlich One-Ups gab, beziehungsweise Münzen, mit denen man sich One-Ups holen konnte. 100 Münzen sind ein One-Up für alle, die es noch nicht wussten, was 0,001% ist. So. Das hier scheint ein vertikales Level zu sein. Da freue ich mich ja schon extrem. Vor allem, weil es so weitläufig ist und es ziemlich schwer ist, da die Starcoins zu finden. Was ich natürlich direkt hinkriege. Weil ich der Allergrößte bin. Oder dass ich einfach Glück hatte. Ihr dürft entscheiden. Und der Abstand vergrößert sich. Ah! Kann ich es nicht abbrechen? Warum kann ich das schnelle Fall nicht abbrechen, wenn man wie nach oben drückt? Wenn ich Mario spielen würde, wäre das gegangen. Das ist kein neues Mario-Spiel, wie euch aufgefallen ist. Wo er neu im Titel steht. Und jetzt bin ich wieder ganz unten. Super. Dumme vertikale Level. Wenn ich jetzt hier im Ding-Modus bin, dann werde ich höher gebounced oder wie. Ah, da oben ist die dritte Starcoin. Es gibt ja noch das hier. Ja! Was soll ich denn sehen, wo ich hin muss? Wenn das alles da oben ist. Ah! Ekelhaft! Warum bin ich überhaupt? Warum habe ich hier überhaupt die Red Coins versucht, alle zu kriegen? Ich habe doch schon Max Power-Ups, wenn man das so bezeichnen kann. Jetzt die Frage, wo muss ich hin? Brauche ich einen Mini-Pilz. Was ist da denn? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Die fragen alle in Ernstes hier. Mini-Pilz ist wahrscheinlich das Secret Exit. Denn das Level hat auch einen Secret Exit, das weiß ich. Ich weiß halt aber nicht, wo es ist, aber ich habe da jetzt eine Vermutung. Ja. Und Mini-Pilz. Jupp. Dann die Lücke und da höher. Ist ja wundersam. Giga Facepalm einmal bitte. Also. Ich hätte gerne einen Mini-Pilz, bitte. Wenn das möglich wäre. Das mit Safe States. Da! Ah! So setze ich mit Timing. Ein kleines bisschen zu spät bin ich immer. Ich muss den Panzer drücken. Panzer. Zu voll! Panzer. Ja, man muss eins vorher drücken, Mann. Denn bis das Mario an den Block kommt, vergeht ein bisschen Zeit. Behalte das im Hinterkopf. Erstmal hier und jetzt hier so ein dummer Hammerbruder. Danke, aber nein, danke. Beziehungsweise die Folge ist sogar Gift für den Mini-Pilz. Oder wird der Mini-Pilz priorisiert? Ich glaube, der wird priorisiert! Oh,
für diese Sekunde. Dieses Level ultra kurz eigentlich. Ultra kurz und ultra dumm. Keine Möglichkeit, die Flagge ganz oben für Sonnab. Keine Möglichkeit. Es ist auch wieder Secret Exit prädestiniert. Ja, es gibt ein Secret Exit. Auch sogar 7-6 hat ein Secret Exit. What's going on hier? Eine Frage, will ich das Level als Mini-Pitch spielen? Ach komm. Ach komm! So, jetzt spiel ich halt eben normal. Kein Power-Up für mich. Das ist aber gar nicht cool. Pack da doch einen Pilz hin am Anfang, meine Güte. Was seid ihr für Untermenschen? Aber er hat dich geschossen. Da, ich wollte fast schon sagen, das ist Soziale, aber... Nee. Nicht hoch. Was ist das? Wo sind meine Mario Skills? Meine Gaming. Man kann in diesem Spiel nicht so schnell umdrehen wie in anderen Spielen. Aber ich kriege jetzt hier so einen dummen Helferblock. Der nicht abhaut, bitte. Please. Was? Schwupp! 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 Ah, wegwerfen! Bevor hier mein Händen explodiert. Oh no, oh no, oh no, oh no. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße. Das ist eine Nibelsröhre. Ducken! Ich will schon von Attacke machen. So, wunderbar. Interessiere ich mich nicht. Dann habe ich die Safe States. Aber nur dafür die Safe States. Oh mein Gott. Ernst. Ich muss mal falsch springen. Hier Fragezeichen. Wie ich das denn überleben? Ach komm. Nein! 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 Aber wie ich denn da ankomme? Brauche ich ja mindestens zwei Bob-Arms. Ich sag euch schon, dass dieses Level meine ganzen One-Ups fressen wird. Und zwar alle. Da gab's eine hilfreiche Pizza, oder? Ernst? Hier
war nichts drin, du als Heimerpatient. Auch noch ein Nachteil. Das Spiel hier läuft nicht in 16 zu 9, sondern in 4 zu 3. Das heißt, es war vorn und hinten. Halt eben da ein paar schwarze Ränder, die ich ja ein bisschen ausgleiche, indem ich das in der Videobearbeitung tun, da ein bisschen hübscher mache. Aber es ist 4 zu 3. Das heißt, dass es schwarze Ränder hat. Und die schwarzen Ränder blockieren halt eben meine Sicht. Zu einem gewissen Grad. Das sorgt wiederum dafür, dass ich Hindernisse erst später sehen kann. Das sorgt wiederum dafür, dass ich unverhofft in irgendwas reinrenne. Gut. Der respawnt, oder? Der respawnt. Respawne! Mach fertig, schreck den ab, gut! Ernst? Wo gibt's hier eine zweite Bombe? Hier, die hab ich aber auch schon in die Luft gejagt. Da ist der Secret Exit, oder? Es gibt hier einen Megapilz! Ah ne, hatte ich aus dem Inventar geholt. Ja gut, so kann man es auch machen. Einfach mit Megapilz zerstören. Ja, so kann man es machen. Aber wo ist denn die zweite Starcoin? Ja, Mini-Pilz. Gibt's da irgendwo ein Level mit einem Item ausscannen? Genau. Nice. Aber da diese wunderschönen Power-Ups nur einmal funktionieren, gibt es hier einen Zeggy. Verdammt! Mach doch eine Schampfattacke, wenn ich es dir sage, Mario. Schieße! Nein, halt nicht. Schwupp! Nein! Nein! Nein, 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 nein. Wieso kann ich dich nicht werfen? Das ist ein Bug. Ich konnte ihn nicht werfen. Ich habe den nur hingelegt, obwohl ich mich nicht geduckt habe. Wie funktioniert hier die Wurfphysik? Man kann ihn nicht werfen. Okay, dann ist auch kein Bug, sondern die Wurfphysik in diesem Spiel ist scheiße. Okay, versuchen wir herauszufinden, wie die Wurfphysik funktioniert in diesem Spiel. Also, wenn ich in eine Richtung renne, ich glaube, wenn ich nach links renne, dann wirft er es nach links. Wenn ich nach rechts werfe, dann wirft er es nach rechts.
und so. In neueren Spielen ist es so, dass man es dahin wirft, wo man hinguckt. Und wenn man nach unten guckt, dann legt man es. Zum Beispiel hier werfe ich. Ich bin noch nach rechts gegangen. Ihr habt gesehen, ich bin nach rechts gegangen. Und er hat es trotzdem einfach liegen gelassen. Das wird bei mir mit Vollspeed werfen. Also müsst ihr gleich in neuen Spielen dann, wenn es rot wird, dann hat man da noch länger Zeit in neuen Spielen. Das haben sie auch geändert. So, schön zu wissen, wie Bomb-Oms hier funktionieren. Ist ja komplett outdated. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt ein paar Mal gestorben bin. Nice. Dafür stirb ich doch sehr, sehr gerne. So. Drauf. Nicht bewegen. Mini-Pilz. Bevor bitte der noch Bomb-Bomb kommt. Dankeschön. Da gibt es den Mega-Pilz. Das war der Baron gewesen. Für alle mit Kurzzeitgedächtnis. Ach komm, das hätte so geil gepasst. Oh! Boah, der, dieser Selbstdeklang illegal ist. Da bin ich nice spekuliert! Nein! Nicht bewegen. Ah! Schade. Warum respawnst du? Ich bin nicht raus. Verdammt, ich hab den Checkpoint geskippt. Das heißt, Skill ist gefragt. Muss die Stacker nicht mehr holen. Nein, nein! Ach komm, spawn doch nicht einfach so aus dem Nichts. Das ist mega unfair. Und das weißt du auch. Kein Selbstdeck. Kein Selbstdeck. Jetzt ein Selbstdeck. Jetzt ist der Selbstdeck nämlich legal. Was habe ich jetzt gedrückt? Die Bedienungsanleitung oder was? Nein, nein, nein. Schließen. Schließen. Schön, das mal geklärt zu haben. Und ab jetzt bitte. Oh mein Gott, was war das? Nein!
Wieso wurde mein Speed resettet? Das ist auch so richtig dumm in diesem Spiel. Wenn man das in so einer Kante dahin geht, da wird einfach der Speed einfach einen resettet. Keine Ahnung, was dann da los ist. Ach du Kacke. Schieß jetzt nicht, du Spaß. Eigentlich wollte ich noch eine Stampfattack machen, da wäre ich schon ein bisschen in der Luft gewesen. Und dann wäre dann der Bonbon dann halt eben unter mir gewesen, was er dafür gesorgt hätte. Fail. Das ist ja nicht getroffen werden ist, aber der hat die Stampfattacke nicht gemacht. Das ist voll interessant. Wenn man einmal nach unten drückt im Sprung. Okay, da kann man doch irgendwie eine Stampfattacke machen. Manchmal geht's, manchmal nicht. Das ist komisch. Nein, warum schießt du denn jetzt? Geben die Gegner so plötzlich, dass man immer getroffen wird, wenn man versucht, da durchzurennen. Das ist richtig mies. Nein, 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 der fällt im Abgrund, der fällt im Abgrund! Nein, oder? Komm, ich zück ihn jetzt, ich zück ihn! Wieder zurück zum Anfang des Levels. Ja, was ist das? Die sind extra so platziert worden, dass man immer getroffen wird, immer. Warum spawnt er jetzt? Normal spielst du so, dass sie nicht schießen, wenn sie nicht im Bild sind. Aber das muss auch erstmal erfunden werden. Ja, come on. Und ich mache, dass die neuen Spieler nicht sofort schießen würden, sondern erst verzögert, damit man Zeit hat zu reagieren. Aber das wurde auch hier noch nicht erfunden. Dann spielt irgendwie sowas von. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wobei, ich kann mich ja mal treffen lassen, das ist ein Aufsammeln. Jetzt kann ich noch ein bisschen mehr zerstören. Außer dich. So, gib mir die vier stabilen One-Ups. Untergrund für ein paar Coins und gerade so nicht das One-Up erreicht, aber ich habe 8-8 auf der Uhr, das heißt, krieg ich dann noch Megapilz, Haus, Ding. Jupp. Weiter geht's im nächsten Part, dann sag ich, ciao Leute.